Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch neben der Bhagavad Gita in der Krishna-Bhakti-Tradition zu hören, es gemeinsam zu studieren. Das Srimad Bhagavatam und die Bhagavad Gita, sie wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir wollen mal gucken, ob sich diese Tradition etabliert. Wir wollen einfach mal so alle 14 Tage uns mal zusammentreffen und schauen, was wir überhaupt so mitgenommen haben aus den letzten Seiten, Versen und Erläuterungen und Besprechungen des Srimad Bhagavatams. Und da machen wir es einfach so. Ich stelle euch ein paar Fragen. Ihr könnt mir oder auch anderen Zoom-Teilnehmern ein paar Fragen stellen. Und dann schauen wir, was wir dazu zu sagen haben. Ja, und bevor wir damit anfangen, ja, chanten wir ein paar glückverheißende Gebete. Om Ajnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietung. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Moment. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrbietungen darbringen. Nashta prayeshva batreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktir bhavatinaishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem Reingeweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Und wir machen es jetzt so, ich chante einmal den Hare Krishna Mahamantra vor in ganzer Länge und dann schaltet gerne alle einmal eure Mikrofone an und chantet ihn einmal hinterher. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Okay, vielen Dank. Und ja, wir wollen heute, ich stelle mal auf Galerieansicht, wir wollen heute einfach mal gemeinsam schauen, was wir aus dem Srimad Bhagavatam in den letzten Tagen so herausgezogen haben an Nektar. Und da würde ich einfach mal mit einer Frage anfangen. Wer von euch, wir können auch mehrere Meinungen einholen, wer kann uns sagen, wieso lag denn der Großvater Bhishma auf einem Pfeilbett auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra? Warum hat er sich nicht eine schöne Matratze oder so besorgt? Wer hat dazu eine Antwort?
Also seid gerne nicht schüchtern. Weil das auf dem Schlachtfeld war. Okay. Und nicht im Schlafzimmer sozusagen. Okay, wer hat noch eine Antwort? Saraswati? Er konnte durch eine Segnung seinen Sterbezeitpunkt selbst bestimmen. Okay. Gut. Aber das hätte er auch auf einer Matratze vielleicht machen können. Warum? Ja, weil es halt auf dem Schlachtfeld war es ja, logisch irgendwie, dass es Pfeile waren und nicht eine Matratze. Okay. Aber wie ist es dazu gekommen? Hat er sich die Pfeile da vorher so in die Erde reingebohrt und hat er sich dann da so draufgelegt? Oder wie ist es da überhaupt zu gekommen? Da muss ich passen. Wer hat eine Idee? Hat er sich da einfach nur draufgelegt oder steckten die auch in ihm drin, Olga? Ja, er befand sich auf dem Schlachtfeld und Arjuna hat ihn mit Pfeilen, mit vielen Pfeilen. Und dadurch wurde er mit Pfeilen durchstochen und konnte nicht mehr kämpfen, konnte auch nicht mehr stehen, lag auf diesen Pfeilen auf dem Schlachtfeld. Ah, okay, genau. Genau, er wurde so oft mit Pfeilen durchbohrt von Arjuna. Sicherlich war einer derjenigen, die ihn am meisten beschossen hatten, aber auch andere. Und am Ende... Ja, kann man sich vorstellen, er sah aus wie so ein Mensch mit Stacheln irgendwie. Und irgendwann ist er dann noch nach hinten gekippt, weil er sich auch nicht mehr bewegen konnte. Du hast völlig recht. Also überall waren ja Pfeile im Weg. Das muss schon sehr spektakulär ausgesehen haben. Genau. Prima. Ja, vielen Dank. Und... Ich stelle euch noch eine Frage und dann ist einer von euch mal dran. Die Saraswati hat es eben schon kurz angedeutet. War jetzt Bhishma unsterblich, weil er sich den Zeitpunkt des Todes aussuchen konnte? Wer hat dazu eine Antwort? Ja. Heiko. Hare Krishna. Hare Krishna. Wir wissen ja, dass große Mystiker ihren Körper selbst verlassen können, Yogis. Wenn die Sonne, wenn ich mich jetzt recht ersinne, am nördlichen Himmelsornament ist, können die durch die Sonnenstrahlen und so ihren Körper selbst bestimmen, wann sie ihn verlassen. Und Bhishma war ja kein normaler Mensch, ja. Es ist ja kein kleiner Mensch gewesen. Er war ja 4-5 Meter groß. Deswegen hat er ja auch diese Tausende von Pfeilen aushalten können und hat dann auf Stand seines geistigen Fähigkeiten, die Siddhis, halt die Kraft oder die Macht gehabt, den Todeszeitpunkt selbst zu bestimmen. Heißt es dann, dass er unsterblich ist? Weil er könnte ja auch sagen, ach, ich suche mir den Zeitpunkt des Todes nie aus. Naja, also der materielle Körper hier auf Erden ist sterblich, aber er ist ja eine befreite Seele gewesen und somit hat er einen transzendentalen Körper gehabt, dann kann man schon sagen, er ist unsterblich. Ja. Aber es war halt auch das Lila, was stattgefunden hat. Und es war alles vorbestimmt, was in der Schlacht von Kukshetra bestimmt ist. Und letztendlich ist er unsterblich, wie wir alle Seelen unsterblich sind. Okay. Und wo steht das, dass er 4-5 Meter groß war? Das habe ich noch nie gehört. Das hatte ich jetzt darauf bezogen. Man sagt ja auch, dass Arjuna 4-5 Meter groß war und die... Und es war ja noch vom Zeitalter zuvor, was noch in den Kali-Yoga reingereicht hatte. Und das war dann Spekulation von mir eben. Okay, ja, ich habe das dann. Also da ist das
Da ist schon was dran, dass die Menschen zum Beispiel viel älter geworden sind insgesamt in vorangegangenen Zeitaltern und auch tatsächlich größer waren. Allerdings, ich glaube, das fiel nicht groß ins Gewicht, weil wenn alle 4 oder 5 Meter groß sind und alles ist größer, die Bäume sind größer und die Häuser sind deshalb auch größer, fällt es einem am Ende gar nicht mehr sehr auf, dass alles größer ist. Aber den Leuten da ist es nicht aufgefallen, dass einer jetzt 5 Meter, also uns würde das jetzt auffallen, wenn wir jetzt rausgehen auf die Straße und da kommt jemand auf uns zu, der ist 5 Meter groß, dann würden wir, glaube ich, alle ziemlich staunen. Aber damals ist das nicht groß ins Gewicht gefallen. Ich sehe hier 2 Hände, einmal von Martina und einmal von Andreas und Olga. Martina. Ja, also meiner Erinnerung nach hat er doch eine Segnung erhalten, dass er sich den Zeitpunkt des Todes aussuchen kann. Und er musste dann auf jeden Fall den materiellen Körper verlassen, wie Heiko sagt. Aber er wollte ja Judishtir noch die Unterweisung geben und deswegen hat er sozusagen seinen Todeszeitpunkt noch rausgezögert und hat eben auch die ganzen Weisen und Krishna selbst, die sind dann eben sozusagen, also er hat, Bhishma wusste schon, dass er hat es geahnt und wusste, dass sie alle kommen wollten und hat so quasi diesen Zeitpunkt deswegen, um die Unterweisung noch für Judishtir auch zu geben und in Anwesenheit aller oder vieler Weisen und Krishna selbst. Okay. Und Andreas und Olga. Wie Martina schon gesagt hat, er hat einen Segen bekommen dafür, dass er einen schrecklichen Schwur geleistet hat. Ne? Er hat geschworen, er würde nie heiraten, er würde immer den Thron schützen und das, also nicht zu heiraten, war zur damaligen Zeit ein bedeutender Schwur und dafür hat er diese Segnung bekommen, dass er seinen Todeszeitpunkt auswählen darf. Und zu dieser Größe von damals von den Menschen habe ich bei einer Pilgertour mitbekommen von den Sannyasis, dass der Wagen mit Krishna und Arjuna auf dem Kurukshetra-Feld soll in Originalgröße sein. Und das ist schon riesig. Das Teil, wenn man sich anschaut und die Menschen auf den Fotos neben dieser Wagen. Genau. Ram Gopal, was ist mit den Fußabdrücken los von Krishna? Einen Moment. Ja, also ich habe jetzt Fußabdrücke gesehen von Lord Balaram und auch von Krishna. Und das würde ich sagen, wäre vielleicht Schuhgröße 47. Und bei Schuhgröße 47 kann man nicht 4 bis 5 Meter groß sein. Und wonach ich frage, ist ja, oder darum bitte, diesen Quellennachweis so zu geben, wo das steht. Vielleicht waren die da noch, wenn wir schon mal beim Spekulieren sind, vielleicht waren die da noch Kleinkinder, Krishna und Balaram. Okay, da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. aber wir sollten das auf jeden Fall... Größer, das ist mir schon klar. Aber da handelt es sich um ein bestimmtes Volk. Mhm. Und das habe ich noch nie gehört, dass da die auf dem Schlachtfeld, also wenn Bhishma so groß gewesen ist, dann müssen ja andere Kämpfer auch so groß gewesen sein. Und da sind 220, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, Millionen Krieger auf dem Schlachtfeld gewesen. Bin mir nicht so, aber das mit den Zahlen ist so kompliziert. Ja, also ich habe kein Problem, das zu akzeptieren, wenn ich weiß, wo das
Okay. Einmal im Bhakti-Kurs haben wir gelernt, dass in jedem Zeitalter die Größe sich um eine Null vergrößert. Also hier sind wir ungefähr, also nicht eine Null. Ja, man sagt, hier wartet man einen Meter, dann warten wir mal im Dvapara-Yuga 10 Meter, in dem Treta-Yuga 100 Meter und im Satya-Yuga sogar 1000 Meter hoch. Ne? Das ist für uns unvorstellbar. Man muss auch bedenken, dass in anderen Zeitaltern auch andere Dimensionen vorhanden sind, dass die Erde in einer ganz anderen Schwingung ist und dass wir da ganz anderen Verhältnissen ausgesetzt sind. Und auch Bhima, der war stark wie 40.000 Elefanten. Ne? Ja, 40.000, das ist so, wenn wir Marvel gucken, so die Comics, ne, so wie Hulk und so, der konnte auch so Autos durch die, ne, durch die Lüfte schleudern und solche Sachen. Also es waren schon außergewöhnliche Wesen und Arjuna, der konnte zum anderen Planeten reisen, wie Superman, ne, fliegen. Und hat sich dort den Gandiva-Bogen abgeholt. Ne. Ja, also das waren schon außergewöhnliche Persönlichkeiten und ich glaube nicht, dass sowohl von der Körperform als auch von den körperlichen Fähigkeiten das mit dem Menschen vergleichbar ist. Also ich denke, wir können uns darauf einigen, dass in den vorangegangenen Zeitaltern andere Maße vorherrschend waren. Wir wissen das auf jeden Fall mit dem Alter, dass diese Aussage habe ich auf jeden Fall noch ganz klar im Gedächtnis, dass im Satya-Yuga die Menschen bis zu 100.000 Jahre alt geworden sind. Im Treta-Yuga bis zu 10.000, im Dwarapa-Yuga bis zu 1.000 und im Kali-Yuga, und das können wir alle nur bestätigen, da ist so 100 Jahre, klar, einige schaffen auch mal etwas drüber, aber das ist so der Standard, das wissen wir irgendwie so. Nach 100 Jahren ist spätestens Schluss, so zu 99,9%. Ja, und auch hören wir das zum Beispiel, dass das Gemüse und die Früchte, je weiter das Kali-Yuga fortschreitet, wird das Fruchtfleisch immer weniger und der Kern und die Schale werden immer mehr. Und am Ende isst man dann, wenn du einen Apfel essen willst, besteht er nur noch aus Kernen und Schale. Und du bist froh, wenn noch ein Hauch von Apfel von dem Fruchtfleisch noch irgendwie damit bei ist. Also das können wir auf jeden Fall mit aller Gewissheit sagen, dass sich im Verlaufe der Zeit auch die Zeitalter, diese Abschnitte haben auf jeden Fall stark damit etwas zu tun, dass die eine Auswirkung haben auf unser Alter, auf unsere Stärke, auf unsere Größe. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Ja. Gibt es von eurer Seite noch eine Frage? Habt ihr euch vielleicht irgendetwas, fandet ihr irgendetwas faszinierend in den letzten Tagen und Wochen? Oder vielleicht habt ihr selber ein bisschen rumgeblättert und euch ist eine Stelle aufgefallen? Dann hebt gerne die Hand. Ich schaue hier nochmal im Chatfenster. Die Mohanasi Nirada sagt auch, dass die Tiere auch größer waren. Ja, im Endeffekt wäre es uns nicht so groß aufgefallen, wenn wir im Dwapara-Yuga uns bewegt hätten. Wir hätten selbst dann wahrscheinlich einen viel größeren Körper und vielleicht wäre auch die Erde, das ist auch nochmal gar keine Spekulation, aber es heißt, dass Krishna auch das Vrajabhumi-Reich konnte er ausdehnen und wieder wie eine Lotusblume zusammenschrumpfen lassen. Also bei Krishna, wenn die Schöpfung ist ja Krishnas Schöpfung und wenn er möchte, kann er da Mechanismen und Dynamiken reinbringen, die wir vielleicht aus unserer heutigen Sicht jetzt gar nicht so alle erfassen können. Ram Gopal, ich sehe deine Hand. Ja, ich hatte eine Frage. Ich glaube, das war an dem Tag, wo Mutter Nitya Siddha da war. Und zwar in der Erläuterung wurde
erwähnt, dass Krishna sich sogar seinen Devotis unterordnet. Und wenn ich darf, also um das anzuschauen, also ich würde gerne eure Erfahrung in diesem Bereich mal hören. Und zwar, um das so anschaulich zu machen, würde ich kurz eine Geschichte erzählen, die ich gestern Morgen in diesem spontanen Quasselrunde oder wie das genannt wurde, erzählt habe. Darf ich? Transzendentale Quasselrunde gab es gestern? Ja, das war ganz schön. Okay. Also ich mache es einfach. Und zwar, es gab eine alte Dame, eine Mutter, die immer jeden Morgen um 9:30 Lord Jagannath zu Gast hatte, um Khichdi zu essen. Also Lord Jagannath aß Khichdi und sie bereitete das alles zu und opferte das dann. Und Lord Jagannath war ein wirklich sehr stetiger Besucher dieses kleinen Haushalts und aß dann sein Khichdi. Und eines Tages kam, also ich halte das jetzt so auch kurz, die Geschichte, eines Tages kam ein Brahmana an, und der das gehört hatte und der wollte mal gucken, was da so los ist und so weiter und besuchte die Dame. Und wie er denn sah, wie sie das Khichdi zubereitete, schlug er beide Hände über den Kopf zusammen und sagte, oh Mutter, so geht das doch nicht und du musst doch duschen und du musst doch dann Tilak auftragen und die Mantren chanten und meditieren vorher und dieses und jenes. Und die Mutter, die war natürlich total gutgläubig und am nächsten Tag machte sie das dann alles, kam aber völlig durcheinander. Und Lord Jagannath kam um 9:30 und wartete dann so geduldig. Und nach 10 Minuten fragte er, Mutter, wo ist denn mein Khichdi jetzt? Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss ja um 10 schon wieder auf dem Altar sein. Da geht die nächste Puja los oder der Altar geht offen und so. Und die Mutter sagte, ja, also tut mir leid, aber ich habe gestern Unterweisungen bekommen, wie ich das alles so machen muss und das wusste ich gar nicht und sorry, mein lieber Lord Jagannath, also wirklich, ich habe mir so große Mühe gegeben, aber irgendwie habe ich alles falsch gemacht und ich bin jetzt noch nicht fertig, aber gleich und so musste Lord Jagannath sich noch mehr gedulden. Und bis dann das Khichdi kam, hat es dann natürlich auch mit Genuss gegessen. Das war nicht so wie sonst, weil er irgendwie durch diese ganze Aufregung des Tages, also des Ablaufes, war sie nicht so konzentriert beim Kochen, sondern mehr in den Regeln und was der Brahmana ihr alles gesagt hat. Und dann irgendwie schmeckte das Lord Jagannath nicht so richtig. Und er sagte dann nach dem Motto so, also morgen machst du das alles wieder so ganz normal, wie du das vorher auch gemacht hast. Ja, also ich will mein altes Khichdi wieder haben. Ja, alles andere spielt keine Rolle. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte sich dann Lord Jagannath den Brahmana im Traum auch dann zu, hat ihn da so ein bisschen in Entspannung gebracht, um das mal vorsichtig zu erläutern. Und das ist so für mich so ein Beispiel, wie Krishna sich so unterordnet. Und ich wollte diese Frage eigentlich gestellt haben in dem täglichen Bhagavatam, wie ich glaube, Nitya Seda da war, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber irgendwie kam es nicht dazu. Und ich bin mal so neugierig, wie eure Erfahrungen dann sind, wie Krishna sich so unterordnet in eurem alltäglichen Leben, weil das war ja auch das alltägliche Leben dieser Mutter, die einfach für Lord Jagannath wahrscheinlich über viele Jahre immer Khichdi gekocht hat, so dass Lord Jagannath persönlich zu ihr gekommen ist, um da zu essen.
Okay. Also, was sind eure Erfahrungen? Wenn ich mal ganz kurz vorweg sagen, was kann... Ich glaube, bei mir ist es so, Krishna wartet erstmal, bis ich mich ihm mal unterordne. Und dann, wenn ich das lange und stetig mal getan habe, vielleicht sogar mehrere Leben, endlich zu einem Punkt komme, wo er sagt, der ordnet sich mir endlich mal unter und macht nicht dauernd sein eigenes materialistisches Ding, dann kann ich mir vorstellen, dann kommt Krishna vielleicht mal auf die Idee, auch jetzt ordne ich mich ihm mal unter oder dieser Seele mal unter. Das wäre so meine Antwort. Und auf einer anderen Art und Weise, zum Beispiel, wenn ich warmes Wasser habe zum Duschen oder so, dann denke ich, boah, Krishna, obwohl ich mich eigentlich ihm nicht wirklich mich ihm unterordne, schenkt er mir wieder warmes Wasser und hat er mir wieder Nahrung zum Kochen bereitgestellt. Das ist für meine Stufe so, wo ich denke, hätte Krishna eigentlich nicht nötig, aber trotzdem stellt er mir das alles zur Verfügung, dient uns eigentlich in so vieler Hinsicht. Das ist so meine Stufe. Ja, aber kann sein, dass es von euch da welche gibt, wo Krishna sich also permanent euch unterordnet, dann bringe ich euch meine achtungsvollen Ehrbietungen da. Ja, permanent ist vielleicht da so ein bisschen nicht so gut platziertes Wort, würde ich mal jetzt mal vorsichtig sagen. Also wenn er es auch nur einmal alle 10 Jahre tut, bringe ich euch meine achtungsvollen Ehrbietungen da. Darf ich was sagen? Wer spricht? Nein, das ist sie. Okay. Darf ich was sagen? Ja. Ja, ja ich habe von meinem, ja, der mich so ein bisschen irgendwo so bis zur Prüfung gebracht hat, also Prüfung, ich sage mal, bis zur Einweihung gebracht hat und so weiter. Einer meiner allerbesten, mein allerbester Freund. Und ich bin dann mitunter sehr ungeschickt und irgendwie richtet Krishna das immer wieder, dass das alles wieder gut wird. Dann sagt mir mein Freund immer, ey, sag mal, du bist der Diener von Krishna. Er ist nicht dein Diener. Okay? Also ich glaube, und das macht da ganz viel bei uns allen. Ja, das ist auch was wirklich, wo ich so, ich kann gar nicht anders ohne Krishnas Hilfe. Ja, also ich bin total unqualifiziert. Wenn er nicht da wäre, dann würde ich nicht das alles machen können, was ich mache. Also definitiv nicht. Total nicht. Okay. Das würde ich auch bei dir sagen. Also so diese unglaubliche Bemühung des täglichen Bhagavatams und so. Also das ist ja tiefste Ermächtigung, dass du sowas so bis heute so stetig durchziehen kannst. Und ist das nicht eine Form von Unterordnen? Ja. Vielleicht ein bisschen, ja. Ein kleiner Versuch. Aber ich sehe hier die Hand von Krishna Chandra, der hat auch was zu sagen. Hare Krishna, mein Mitarbeiter, sehr schöner Vorfahrt. Ja, mein Gedanke war ähnlich wie jetzt von Ram Gopal. Und zwar, wenn ich so an den Anfang denke, der Sadhana, wie er einem vielleicht nicht schwerfällt, aber wie bringe ich das in meinen Tag rein? Wie habe ich diese Stetigkeit? Und durch die Bemühungen ordnet sich Krishna in einer gewissen Weise unter, indem er uns die Zeit gibt, die wir eigentlich vorher gar nicht hatten. Man fragt sich dann, wo habe ich denn die Zeit hergekriegt? Vorher ging das doch alles gar nicht, weil ich keine Zeit hatte. Also ja, also ähnlich wie Ram Gopal und Shikshak, die das jetzt auch schon bemerkt haben, eine Unterordnung ist eigentlich schon da, weil ohne Krishna könnten wir nicht mal chanten, so in die Richtung. Ja, er hat sich uns angeboten, komm, mach mit, sag ich mal.
Und wir haben das Angebot angenommen. Ne? Also wenn er sich uns unterordnet diesbezüglich, sage ich mal, und wir das Angebot annehmen, dann passiert es schon. Also er macht es schon. Ne? Also es ist nicht, dass wir jetzt ihm befehlen könnten, was er zu tun hat. Hat er nicht nötig, irgendwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Ja, sagen wir ja auch jeden Morgen im Shikshastaka, ne? Er tut, was ihm beliebt. Ne? Aber er ordnet sich schon unter, dass er uns in dem Maße, dass er uns hilft. Also dass genau, er uns also, auch weiterhilft. Wenn ich mich kurz mal einmischen darf, ich würde das streng genommen noch nicht als Unterordnen bezeichnen. Das ist noch ein bisschen was anderes. Mhm. Krishna unterstützt uns. Das Wort sollten wir uns mal vor Augen halten. Unterstützt uns. Also er greift nach unten, um uns zu erheben. Da ist schon so ein Hauch von, ja, ich weiß, was ihr meint, aber es ist noch nicht das Unterordnen, was Mutter Yashoda jetzt erlebt. Wir sollten das noch ein bisschen auseinanderhalten, weil sonst auf dieser Stufe, denke ich, sind wir noch nicht, dass wir wirklich, du hast es eben das Wort Befehlen benutzt. Also Mutter Yashoda kommt tatsächlich und sagt, Krishna, du hast deinen ganzen Mund mit Süßigkeiten verschmiert, putz dir mal den Mund oder so. So eine Situation ist schon mal passiert. Da haben die Kuhhirtenjungen sich bei Mutter Yashoda beschwert, dass Krishna Erde gegessen hat. Und dann hat Mutter Yashoda geschimpft, richtig. Ne? Also auf dieser Stufe sind wir, glaube ich, noch alle nicht. Vielleicht gibt es eine Ausnahme. Aber das ist noch nicht das, was wir mit unterstützen, dass Krishna uns hilft. Das ist noch nicht diese Stufe. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, aber ich sage halt, eine gewisse Art der Unterordnung ist es schon. Ja? Also er ordnet sich unseren Gegebenheiten unter und dass er uns unterstützen kann. So könnte man es vielleicht stehen lassen. Gut. Genau, ja. Wie ein Vater, der sich auf die Ebene von seinem ein- oder zweijährigen kleinen Kind herablässt und sich dem zum Spiel unterordnet, um es dann zu erheben. Ganz genau. Ne? So in etwa. Unterordnen bedeutet ja auch, dass man sich beherrschen lässt. Ne? Das hat ja auch bedeutet, Krishna ordnet sich unter, dass sein Devotee ihn beherrschen kann. Ja, und das ist so eine absolute Stufe eigentlich, ne, für einen Devotee. Und ich denke mal, dass sowas funktioniert nur im Krishna-Lila, ne, wenn wir im Krishna-Lila irgendwie mal etabliert sein sollten. Ne. Das hat immer irgendwas mit Beherrschen zu tun. Und eigentlich kann keiner Krishna beherrschen, nur er ordnet sich freiwillig unter, weil er die Liebe seiner Devotees in diesem Sinne erwidern möchte. Perfekt. Also Ram Gopal, wenn ich dich richtig verstehe, vielleicht wolltest du uns fragen, ob wir vielleicht schon mal ganz stark gespürt haben, wie Krishna uns unterstützt, wie er, also vielleicht verstehe ich dich da falsch. Vielleicht hast du ja auch so eine Erfahrung, wo sich Krishna dir richtig so im klassischen Sinne, wie wir das jetzt von Mutter Yashoda erfahren haben, unterordnet. Das würde mich dann schon mal interessieren, wie das bei dir. Also ich muss jetzt sagen, dass ich die Antwort von Sinisa sehr gut finde. Also das trifft ihn auf den Punkt. Krishna lässt sich da tatsächlich nur durch den Knoten der Liebe fesseln. So habe ich das jetzt auch, dieses Beherrschen, so habe ich das jetzt auch nicht betrachtet, sondern was mir wichtig ist, dass ich meine Erfahrungen so teilen kann. Ja, und so in der Form, wie Krishna uns jetzt so dient, also in diesen Punkten, die jetzt bis jetzt angesprochen worden sind, ich sage jetzt extra nicht wir, weil das beruht ja auch auf individuellen Erfahrungen, so das habe ich mehr so als diesen Punkt gesehen, was für mich ein unglaubliches Wunder ist, das so zu erfahren, diese Gottesnähe,
diese ständige Umarmung, habe ich mal früher oft gesagt, so, die ja spürbar ist, erfahrbar ist durch eben diese vielen Dinge, die wir jeden Tag in irgendeiner Art und Weise so individuell erfahren. Das ist ja nicht irgendwas, was uns jetzt gerade einfällt, sondern das ist da. Ja, wenn man jetzt natürlich so auf die verschiedenen Rasas geht, dann ist mir jetzt durch Inisa das nochmal ganz anders bewusst geworden. Na klar, bin ich nicht auf der Ebene auch nur anzunehmen. Also ich denke über sowas gar nicht nach, Krishna beherrschen zu können oder zu wollen oder sowas in Art. Das ist völlig verout und wow. Ja, also das sehe ich auch so. Aber trotz alledem sind diese Erfahrungen, die da sind, ja nicht wegzuwischen. Und ich glaube auch immer, dass es ganz gut ist, dass man das so gelegentlich mal teilt, um einmal die tatsächlich transzendente Seite zu sehen, so wie Shinisa das eben wunderbar erklärt hat. Und auch die Seite, wo bin ich? In welchen Bereich bewege ich mich da und so weiter. Für mich war das jetzt sehr wertvoll, ich habe eine Antwort bekommen auf die Frage. Okay. Ja, vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss. Wer hat sonst noch eine Frage so aus den letzten Tagen und Wochen aus dem Srimad Bhagavatam? Sehe ich hier eine Hand, die hochgeht, oder hier sehe ich im Chatfenster? Ich verabschiede mich mal, weil mein Alltag fängt heute ein bisschen früher an. Alles Gute. Alles klar. Und noch viel Tiefgang. Vielen Dank. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. So. Hier ist noch eine Frage von Heiko. Hare Krishna, wann fängt eigentlich ein Vergehen an, wenn ich einen Deti oder Murti kaufe und ihn in Liebe im Gebet einschließe, aber nicht die Regeln der Verehrung einhalte? Die Unwissenheit? Heiko, was im letzten... Hare Krishna, ja, Unwissenheit meine ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja Deities im Internet überall zu kaufen. Ja, und ich habe zum Beispiel den Jagannath Subhadra und Baladeva gekauft und wusste nicht, dass das Deities sind. Und wenn ich den jetzt in meinen Altar stelle und bete und denke an ihn, und dann halte ich ja eigentlich nicht die Regeln ein, wie man Deity verehrt bzw. ihn behandelt. Begebe ich dann ein Vergehen oder ist das aus Unwissenheit, weil ich es vorher nicht gewusst habe? Okay, ja, genau. Mohanasi Nirata gibt dann noch einen guten Hinweis. Also insgesamt trennen wir in der ISKCON zwischen sogenannten installierten Deities und so Deities, die nicht installiert sind. Das klingt so ein bisschen nach eine Heizung installieren, aber das ist irgendwie aus dem Amerikanischen so rübergekommen. Also installierte Deities sind, die nach einem ganz strengen Protokoll sozusagen herbeigerufen werden in einem Tempel, und da gibt es dann verschiedene Zeremonien, die auch in den Veden beschrieben werden, und dann nimmt man sich sozusagen vor, also man spricht ein Commitment aus, wie nennt man das auf Deutsch? Also man verschreibt sich dieser Verehrung und sagt, das machen wir jetzt nicht nur 3 Tage, weil wir jetzt mal Lust haben, sondern von nun an wollen wir diesen Deti, diese Altargestalt, jeden Tag mit einem gewissen Standard verehren, dass wir ihn zum Beispiel begrüßen am Morgen um 7.15 Uhr, dass wir ihn 3-mal am Tag etwas zubereiten, dass wir ihn um 9.30 Uhr schlafen legen mit ein paar Mantren, dass wir ihn einmal in der Woche vielleicht
die Kleider wechseln oder einmal am Tag die Kleider wechseln. Da gibt es verschiedene Standards, die man sich setzen kann. Es gibt auch in der ISKCON so vorgeschriebene Standards. Wenn man sagt, wir sind jetzt ein richtiger Tempel, dann gibt es so Mindeststandards, die muss man dann auch erfüllen. So, und dann sagt man, dass wenn man dann diese Verehrung so nicht mehr, wenn man dann tatsächlich nach 4 Wochen sagt, ach, heute begrüße ich den Deity nicht mehr und ich lege ihn auch nicht mehr schlafen und ich koche ihm auch nur noch einmal was zu essen, aber auch nur, wenn ich Lust habe, dann kann man von Vergehen sprechen, weil das würde uns, glaube ich, auch so gehen. Stellt euch vor, jemand lädt euch ein, sei mein Gast für 3 Wochen. Ich habe ein Zimmer für dich und wir kochen für dich immer mit und wir besorgen dir, wenn es kalt wird, abends auch eine warme Bettdecke zusätzlich und du kommst dorthin und die erste Woche, es wird für dich gekocht mit, du darfst immer mitessen und am Abend kommt noch mal jemand rein. Ist es kalt? Sollen wir dir noch eine zusätzliche Heizung hinstellen? So, man kümmert sich um dich. Und dann plötzlich nach einer Woche stellt ihr fest, die kommen gar nicht mehr, die fragen gar nicht mehr, ob ich mitessen darf oder mitessen möchte oder ob ich eine Heizung brauche oder irgendwas. Die haben mich fast schon vergessen, dass ich eigentlich ihr Gast bin. Wie würden wir uns fühlen? Wir würden uns nicht wohlfühlen. Wir wären vielleicht sogar ärgerlich. Ich bin dieser Einladung sogar gefolgt. Ich habe vielleicht sogar einen Flug selber gebucht, um dort 3 Wochen zu sein. Und sie kümmern sich nur eine Woche um mich und plötzlich haben sie mich völlig vergessen. Und so kann man das, glaube ich, auch mit Krishna ähnlich betrachten, wenn man ihm dieses Angebot macht, wir kümmern uns um dich und wir versprechen, dass wir uns um dich kümmern, aber sei unser permanenter Gast und dann machen wir es plötzlich nicht mehr. Das ist dann ein Vergehen und dann kann es sein, dass man da Reaktionen für bekommt. Deshalb sollte man sich auf der einen Seite überlegen, ob man sich Detis besorgt. Da gibt es auch verschiedene Kategorien, zum Beispiel Sri Sri Gorni Thai, die, so heißt es, die sind die barmherzigsten Detis, die akzeptieren keine Vergehen, sondern nur das, was man ihnen gibt, das nehmen sie wahr. Und wenn man theoretisch mal nicht diesem Standard nachkommt, dann sehen sie darüber leicht hinweg. Dann gibt es andere Altargestalten, zum Beispiel Radha und Krishna. Da hat uns Srila Prabhupada gesagt, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Da muss man dann schon wirklich, man sollte den Standard einhalten, heißt es, wie man Lakshmi und Narayana verehrt. Und bei Jagannath, ja, da habe ich verschiedene Aussagen gehört. Ich habe auch gehört, dass Jagannath sehr barmherzig ist. Wie wir wissen, ist Jagannath erschienen und hat sich von einer Kaste verehren lassen, die streng genommen zu den Schweinehirten gehört. Also wenn das selbst aus vedischer Sicht nicht sehr liberal ist, dann weiß ich auch nicht. Also von Schweinehirten, die haben Schweine gehütet, ich glaube mit dem Ziel, die dann irgendwann auf dem Weihnachtsmarkt anzubieten. Also selbst aus unserer Sicht ist das nicht so wirklich sehr toll. Und Krishna ist in dieser Gemeinde, hat er sich die ausgesucht, die sollen mich verehren, weil wie Ram Gopal das vorhin beschrieben hatte, die hatten diese spontane Liebe zu Krishna. Die haben zwar diese Regeln nicht so alle eingehalten, aber die hatten diese ganz besondere Liebe. Und dann hat Krishna gesagt, diese Familie oder dieser Clan, die sollen mich verehren. Und bis heute kommen die aus dieser Tradition. Ja, aber die Mohanasini Ratha empfiehlt,
dass man am besten einmal diesen Deti-Verehrungskurs besuchen sollte, den die Damodar Priya anbietet. Die wollen wir auch demnächst mal hier beim täglichen Bhagavatam einladen. Wir sind da schon in Korrespondenz. Und die kann euch wirklich wie kaum jemand anderes genau erklären, was da alles zu beachten ist. Aber Heiko, du brauchst jetzt nicht nervös werden. Man hört bei dir ja heraus, dass du die besten Absichten gehabt hast. Und mach einfach so gut du kannst weiter. Du kannst dir ja so einen Mindeststandard vornehmen. Vielleicht, das mache ich zum Beispiel. Ich habe den Standard, dass ich jeden Tag irgendwie, auch wenn es nur eine, wenn es mal wirklich hektisch wird, eine Avocado mit etwas Cashewnüssen, so aber ein bisschen nett, ein bisschen schön, biete ich dann Krishna an. Aber das, also unsere Gornitai-Ditis, dass sie einmal am Tag mit Aufmerksamkeit mal etwas angeboten bekommen, zum Beispiel. Das kann man sich vornehmen und das kann man eigentlich auch, wenn man ein bisschen ernsthaft und entschlossen ist, kann man das auch einhalten. Und wenn du merkst, warum nicht zweimal oder so, dann mach es zweimal. Aber man sollte nicht in der ersten Woche 1000 Sachen erfüllen und dann in der zweiten Woche bricht alles wieder wie ein Kartenhaus zusammen, sondern lieber stetig, stetig, so wie man spürt, das kann ich schultern, das kann ich für Krishna machen, auch meinem Alltag entsprechend. Ja, danke. Aber letztendlich war es so, es gibt ja dieses Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Doch, nicht immer, aber doch, sowas gibt es, auch ein Richter, sogar im Gerichtshof, wenn er wirklich merkt, der hat das einfach nicht gewusst, dann fällt die Strafe auf jeden Fall viel, viel geringer aus. Okay. Also so in jeder Hinsicht stimmt dieses Sprichwort nicht. Ja, okay, manchmal trifft es zu, gerade in Deutschland. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, aber es gibt auch, wir kennen das, wenn Kinder irgendetwas falsch machen, ja, die wissen es nicht besser, die würden wir nicht bestrafen. Also Eltern, die ihre Kinder, ihre unwissenden Kinder bestrafen, die würden keinen guten Ruf haben, selbst bei uns in unserer Gesellschaft. Danke, dann bin ich ja beruhigt jetzt. Hare Krishna. Ja, ich schaue mal hier auf den Glockenturm. Falls es von eurer Seite nicht noch was ganz Interessantes gibt oder eine abschließende Frage vielleicht von euch. Olga, ich sehe deine Hand. Ja, ich habe kürzlich in einem Vortrag gehört, dass Kali Yuga insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass wir durchs Schenken und durch hingebungsvollen Dienst sehr schnell zurückkehren, zu Krishna zurückkehren können. Da ist auch zwischen den Worten gefallen, dass aber Kali Yuga an sich, beziehungsweise diese 10.000, das goldene Zeitalter in der Kali Yuga. Und dass es aber nicht wirklich so Umstände geben wird wie in Society Yuga. Und von anderen habe ich aber gehört, dass es doch auch materielle Leben sich bessern wird und die Menschen auch viel bewusster und viel gottesbewusster sein werden in diesem Zeitalter. Kennst du oder jemand, ob das goldene Zeitalter beschrieben ist und wenn ja, wo? Hm. Weil ich war schon ein bisschen frustriert. Also einerseits fand ich das toll, dass wir diese Möglichkeit haben durchs Chanten und hingebungsvollen Dienst, also Chanten ist ja auch hingebungsvoller Dienst, zurückzukehren. Aber dass es so weiter dämonisch und unmenschlich zugeht und immer schlimmer wird, das hat mich irgendwie dann schon ein bisschen frustriert. Okay.
Also ich denke, wir befinden uns gerade in so einer Transformationsphase. Auf der einen Seite kann man wirklich die Hände über den Kopf schlagen und sagen, was soll hier noch alles passieren? Also ich glaube, da verstehe ich genau, was du meinst. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Zugang zum Krishna-Bewusstsein eigentlich immer leichter wird. Wir waren gestern in Bad Oeynhausen, da gibt es auch ein Zentrum, den haben sie Govardhan Desh genannt. Und so viele neue Leute, die ich noch nie gesehen habe, die alleine in den letzten 12 Monaten dazugekommen sind. Und auch irgendwie alles relativ schnell verstanden haben, worum es geht. Und alles ist schon bereit. Die Zentren sind da, die Bücher sind da. Es gibt Devotis überall, die einem das gut erklären können. Und die Voraussetzungen sind noch nie so gut gewesen wie jetzt. Also denk einfach mal 100 Jahre zurück hier in Deutschland. Da mal einen Devoti zu finden, der einen erklärt, wer Krishna ist und wie man hingebungsvollen Dienst da bringt. Also da wünsche ich dir viel Spaß. Das wird sehr, sehr schwierig. Wir hatten ja jetzt diese historische Serie. Da gab es dann einen Devoti, der 1934 sich sogar einweihen lässt. Das ist eine Sensation. Das wird uns jetzt erst richtig klar. Und so gesehen, können wir auch mit Optimismus sehen, wie Krishna-Bewusstsein wirklich, wie das irgendwie auch passiert. Also deinen Schmerz verstehe ich voll, aber wir sollten das andere auch nicht aus den Augen verlieren. Und vielleicht sind wir gerade in so einer Phase, wo man nennt das kippt dann so zu einer Seite. Das kann vielleicht sogar auch schneller gehen, als wir das vermuten, dass das Dämonische sehr schnell plötzlich runtergeht und das Göttliche sehr schnell die Oberhand gewinnt. Und wenn wir uns die letzten 2 Jahre anschauen, was da alles passiert ist, die Menschen werden aus ihrer Komfortzone auch ein Stück weit herausgerissen, was sie auch zwingt, einfach mal in neuen Bahnen zu denken. Also das muss nicht alles negativ sein. Wir können es jetzt noch nicht so verstehen, weil wir sind eben kleine bedingte Seelen, aber Krishna aus seiner Garuda-Perspektive, der sieht wahrscheinlich Dinge, also nicht nur wahrscheinlich, der sieht Dinge, die wir jetzt einfach aus unserer Ameisenperspektive nicht erfassen können. Ja, prima. Ich würde sagen, wir haben doch einiges heute besprochen. Am Mittwoch haben wir einen besonderen Gast aus Mayapur. Er war schon mal bei uns. Er ist ein halbes Jahr immer in Mayapur. Das andere halbe Jahr fährt er auf dem Mittelmeer Schiffe durch die Gegend und ist ein toller Musiker auch. Und er ist jetzt wieder mit seiner Familie in Mayapur angekommen und hat da einiges erlebt. Und wir wollen aber auch direkt aus dem Srimad Bhagavatam, haben wir uns vorgenommen, wieder da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Also seid gerne alle mit dabei. Da würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Und vielen Dank, dass ihr heute wieder alle mit dabei wart. Und wir können ja zum Abschluss noch einmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Schaltet gerne alle einmal eure Mikrofone ein. Ja, und vielleicht mal gucken, vielleicht so eine Session wie heute, eine Sitzung, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Die können wir vielleicht mal so alle 14 Tage oder mindestens einmal im Monat mal machen. Tut mir auch mal ganz gut, wenn ihr das mögt. Und nochmal mein Respekt, ihr seid alle vor der Kamera. Es wird veröffentlicht. Das ist auch Predigen. Ihr könnt der Welt zeigen, wie man zusammen über Krishna spricht. Ja, wie man zusammenkommt und sich einfach über Krishna-Bewusstsein unterhält. Wenn wir jetzt alle, was ich auch gut verstehen kann,
jeder Mensch ist auch etwas anders, aber wenn wir alle schüchtern wären und Krishna und das nicht zeigen würden, dann würden andere Menschen nicht auf die Idee kommen, also wenn die sich so über Krishna unterhalten können, dann kann ich mich vielleicht auch über Krishna unterhalten mit meinen Freunden. Die kriegen das ja auch hin. Also dafür auch nochmal herzlichen Dank. Hare Krishna. Das ist vielleicht etwas zu hoch. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, 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 Hare. Haribol, alles Gute. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.